Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie Interesse haben, erneut über diese unsägliche, schon lange schwelende Euro-Krise sich einen Vortrag anzuhören. Und ich hoffe, es wird nicht nur ganz schrecklich sein. Der Titel, ja, ich gehe davon aus, dass es sich wirklich bei dem jetzigen Zustand der EU sowohl politisch als auch vor allen Dingen ökonomisch um einen Systemfehler handelt, der zu beheben ist. Und es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Und da habe ich jetzt sozusagen meine bescheidenen Computerkenntnisse einfach mal übertragen. Also mit dem Reset ist gemeint, die Strategie der Eliten einfach nur noch mal auf den Knopf zu drücken und wieder das System, das sich aufgehängt hat, wieder hochlaufen zu lassen, ohne dass man größere Änderungen vornimmt. Unter dem Update sind letztlich Reformstrategien, die so aus der Linken im weitesten Sinne linksgrüner Richtung angesprochen werden, wie man die jetzige Krise beheben könnte. Und Exit sind auch wiederum auf der Linken, also wenn ich so spreche, dann ist das nicht unbedingt parteilich festgelegt, ja, sondern im weitesten Sinne gemeint, Exit-Strategien, die sozusagen auf die Ursachen dieser Krise auch Bezug nehmen und sie als wirklich umfassende Krise auch deuten, nicht nur was die Ökonomie angeht, sondern auch was die Ökologie angeht. Wir haben heute den Beginn der Klimaverhandlungen und die Antworten, die da absehbar sind, wirken ja doch auch eher bescheiden und nicht unbedingt in die Richtung, die nötig wäre, um die Katastrophe noch aufzuhalten. Ich will einsetzen sozusagen nach dem Referendum und die Entwicklung kurz skizzieren. Wie konnte es vom Sieg des Ochi, des Neins gegen die Auflagen der Troika, gegen das neue Memorandum, wie konnte es dazu kommen, dass sich die Regierung Tsipras unterworfen hat am 12. 13. Juli dieses Jahres und wie ist auch Tsipras selbst als Regierungschef, als Politiker einzuschätzen. Da habe ich jetzt noch ein paar Monate gebraucht, um mir da so ein Bild zu verschaffen und das will ich Ihnen einfach so mitgeben. Und da können Sie dann damit machen, was Sie wollen, das können Sie dann annehmen oder auch nicht. Während der ersten Regierungszeit, also es gibt jetzt Tsipras 1, ist die Regierung Tsipras bis zu seinem Rücktritt im Sommer und Tsipras 2 ist dann die Regierung seit den Neuwahlen im September. Varoufakis, der Finanzminister, der Name ist ja, denke ich, bekannt, hat an einem Plan B gearbeitet, wie die griechische Wirtschaft am Laufen gehalten werden könnte, falls die Gläubiger, die Troika aus IWF, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission den Griechen sozusagen den Geldhahn zudreht, was ja auch passiert ist, und hat dafür ja keine Mehrheit gefunden innerhalb der Regierungsmannschaft und dann sind die Arbeiten eingestellt worden. Ich will den trotzdem kurz vorstellen, weil ich glaube, dass da gute Ansätze drin sind, auf die man zurückgreifen sollte. Dann werde ich nochmal in die Details dieser Auflagen gehen, die von der Troika verlangt werden und also einmal so ein bisschen Bilanz ziehen, was bis jetzt passiert ist und was die neuen Auflagen angeht. Und zwar geht es mir, das ist natürlich eine soziale und moralische Frage auch, ja, also eine Katastrophe, die da produziert wird, aber ich will das auch ein bisschen einordnen, analytisch einordnen. Welche Funktion hat das denn? Was passiert denn da tatsächlich? Was passiert da tatsächlich jenseits der, sagen wir mal, moralisch-sozialen Ebene? Dann gehe ich ein auf die Ergebnisse der Wahrheitskommission für die Staatsverschuldung. Das war eine Sonderkommission des griechischen Parlamentes, die von der Zoe Konstantinopoulou eingesetzt worden ist, der Parlamentspräsidentin. Die hat, ich weiß nicht, 20, 25 hochrangige Wissenschaftler, Entschuldungsexperten, zum Beispiel Eric Toussaint, die auch Erfahrungen haben mit der Entschuldung von Ländern, eingeladen. Und die haben diesen Bericht erstellt, haben den im Juni einen ersten Bericht
veröffentlicht und da ist von der Attac, von dem Attac-Newsletter Sand im Getriebe übersetzt worden. Und der liegt dann auch drüben aus zum Erwerben. Man kann den auch aber als PDF-Datei im Internet bekommen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das, ja, es ist wirklich wie ein Live, wie ein Krimi zu lesen. Es ist schon vergleichsweise auch verständlich geschrieben, dass man es auch gut nachvollziehen kann, auch wenn man nicht jede Finanzoperation jetzt so auf Anhieb begreift. Und diese Kommission hat dann auch ein Papier veröffentlicht, das gibt es meines Wissens aber nur auf Englisch, zum jetzigen Memorandum of Understanding, also dem dritten. Vielleicht sage ich da jetzt mal in dem Zusammenhang was zu den Begriffen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit bestimmte Begriffe einfach bekannt sind. Also wenn so ein Land Kredithilfe beantragt, bei wem? Bei den Gläubigerinstitutionen, das ist der Internationale Währungsfonds, der auf Anforderung von Frau Merkel damals mit in die Euro-Rettung seit 2010 aufgenommen worden ist, obwohl der ja eigentlich nicht benötigt worden wäre. Dann haben wir die Europäische Kommission, die im Auftrag der Euro-Länder agiert. Also ist auch, sagen wir mal, rechtlich nicht alles so ganz sauber, weil die Europäische Kommission ja nicht für die Eurozone zuständig ist. Und die Eurozone selber, die Finanzminister, die sich da treffen, sind kein offizielles Organ. Ja, das gibt es also offiziell nicht. Das ist nur so ein informeller Kreis, die aber trotzdem dann über das Wohl und Wehe und das Schicksal von Menschen und ganzen Nationen entscheiden. Und die dritte ist die Europäische Zentralbank, die natürlich dann entsprechend zustimmen muss für bestimmte Finanzoperationen, Staatsanleihen aufzukaufen und so weiter. So, diese drei. Und mit diesen drei, beziehungsweise jeweils nochmal einzeln, werden dann sogenannte Kreditabkommen, Loan Agreements, geschlossen. Und um diese Kredite zu bekommen, jetzt das dritte, umfasst 86 Milliarden Euro, die für drei Jahre ausgelegt sind. Um diese Kreditabkommen zu bekommen, heißt es dann, also muss der Staat sich dann strengen Reformauflagen unterwerfen. Die entsprechen, wir sind hier im eine Welthaus, die entsprechen im Prinzip den Strukturanpassungsprogrammen, die der IWF und die Weltbank den Drittweltländern während der Schuldenkrise in den 70er, 80er Jahren auferlegt haben. Das ist also ziemlich identisch vom Strickmuster und ist ziemlich identisch auch von den verheerenden Folgen. Man wusste das vorher und man wusste es auch nach zwei Jahren im Hinblick auf Griechenland. Da hat der Internationale Währungsfonds selber in einem Bericht geschrieben, dass die Schrumpfungseffekte dieser Auflagen auf das BIP und dann natürlich entsprechend auf die ganzen sozialen Systeme und so weiter von ihnen falsch eingeschätzt worden sind. Ja, da gibt es den Begriff Fiskalmultiplikator dafür. Und diese, obwohl diese Politik offiziell eben als gescheitert, selbst nach dem offiziellen Bericht betrachtet worden ist, hat man aber jetzt nicht Abstand davon genommen. Ja? Also man revidiert die eigene Politik in keiner Weise. So, und diese Auflagen, die werden dann in einem sogenannten Memorandum of Understanding niedergelegt. Also das ist so ein beschönigender Begriff, ja? So nach dem Motto, wir verständigen uns und verabreden das gemeinsam. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist eine knallharte Erpressung. Entweder ihr unterschreibt das oder ihr kriegt nichts. Was vielleicht da auch noch wichtig ist, man denkt dann ja immer, so wird es ja dann kommuniziert, okay, Tsipras hat jetzt zugestimmt am 12. und 13. Juli in der Nacht, ja, dass er jetzt doch eben dieses dritte Kreditpaket mit den Auflagen unterzeichnet. Dann werden die Summen bekannt gegeben, 86 Milliarden, und dann denkt man, jedenfalls wenn man hier die normalen Medien anschaut, damit ist der Fall gegessen. Wir haben jetzt das Geld und damit ist der Fall aber noch lange nicht gegessen, sondern die Troika verlangt dann, gibt immer nur einzelne Tranchen frei. Das sind manchmal nur, jetzt auch im Sommer ging's, oder bis zum Herbst ging es um 2 Milliarden. Und für diese 2 Milliarden werden dann Auflagen verlangt. Und für die nächsten 2 Milliarden oder die nächste 1 Milliarde, die jetzt bis Weihnachten, glaube ich, noch freigegeben werden soll, werden dann wiederum zusätzliche Auflagen verlangt. Und Auflagen heißt, das Parlament muss letztlich die von der Troika
vorgegebenen Gesetze im Eilverfahren durchbringen. Das sieht so nach den Aussagen von dem früheren Finanzminister Varoufakis so aus, dass die Troika die Gesetzestexte schon schreibt und die dann so reingehen ins Parlament und die das nur abnicken sollen. Ich werde das nachher auch nochmal an einem Beispiel nochmal zeigen. So, jetzt hatten wir Troika, also IWF, EZB und EU-Kommission, und seit diesem dritten Kreditabkommen vom Sommer haben wir noch eine vierte Institution mit dabei, nämlich der sogenannte dauerhafte Rettungsschirm, der ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Also das ist im Prinzip eine Finanzinstitution. Das ist auch interessant, wie die angeblichen Euro-Retter dann diese Institutionen gründen. Das ist eine Institution, die in Luxemburg, einer Steueroase, basiert ist, erstens, und nach englischem Recht funktioniert. Das hat Auswirkungen auf die Frage, wenn ein Land den Schuldendienst einstellt und wie sehr die Gläubiger sozusagen geschützt sind. Da sind sie unter englischem Recht besonders gut geschützt vor einseitiger Streichung von Schulden oder Aufkündigung von Schuldendienst. Also deshalb spreche ich dann immer von der Quadriga, ja, das sind jetzt eben diese vier Institutionen. So. Ja, also da das Europäische Haus sieht ja ziemlich erstmal zusammengefrickelt aus und steht kurz vor dem Zerfall, und das kann man jetzt an verschiedenen auf verschiedenen Ebenen sehen, und da ist ja auch vieles bekannt mittlerweile. Also die EU ist eigentlich ziemlich am Ende, und Europa war immer der Traum, ja, der große Traum nach dem Zweiten Weltkrieg von Menschen, die unter dem Krieg gelitten haben, von europäisch orientierten, gesinnten Menschen, von Gewerkschaften, von Linken, von Friedensbewegten. Die haben immer gedacht, das ist jetzt unsere positive Zukunft. Das hat sich innerhalb, sagen wir mal, der letzten 5 Jahre und nochmal beschleunigt in den letzten 2 Jahren ja vollständig aufgelöst. Das ist ja mittlerweile nicht mehr zu übersehen, wie stark die zentrifugalen Kräfte geworden sind aus verschiedener Richtung. Also dass man ein Mitgliedsland, es ist ja nicht nur Griechenland, aber da wird es ja besonders extrem durchexerziert. Man hat es ja auch in Bezug auf Irland, auf Portugal und Spanien auch gemacht, dass man sozusagen Länder, die zur Familie gehören, ja, Familienmitglieder, so prügelt, foltert und knebelt, das ist ja schon sehr erschütternd und sehr erschreckend. Wir haben eine große Auseinanderentwicklung innerhalb der EU aufgrund der Ukraine-Krise. Da möchte man, die ja seit Anfang 2014 auch so eskaliert ist, was ja die Länder total gespalten hat und letztlich auch, sagen wir mal, die EU auch wirtschaftlich sehr der EU wirtschaftlich sehr geschadet hat aufgrund der Sanktionen, die man gegenüber Russland beschlossen hat und der dann folgenden Gegensanktionen. Ich will jetzt nur auf einem Stichwort erwähnen, die Flüchtlingskrise, die ja jetzt auch ganz offensichtlich zeigt, wie sehr die einzelnen EU-Länder auseinandertreiben. Und diese zentrifugale Entwicklung sieht man ja auch im Aufkommen von in vielen Ländern rechtspopulistischen bis rechtsnationalistischen, rechtsextremen Parteien. Das ist ja nicht nur die Chrissi Avgi in Griechenland. Wir haben, da muss ich jetzt mal meine Liste hier angucken, wir haben die in Ungarn eine rechtsextreme bis rechtsnationalistische Regierung. Wir haben in Finnland die wahren Finnen, Belgien, Niederlande, Österreich, der FPÖ, in Deutschland natürlich Pegida und AfD, in Großbritannien die UKIP, in Schweden und nicht zu vergessen in Frankreich mit Aussichten auf den Präsidentenposten, den Front National. Also das ist schon, sagen wir mal, erschütternd zu beobachten, dass in dieser Zeit, wo dieser EU-Neoliberalismus so sein Zerstörungswerk so sichtbar geworden ist, dass die Menschen dann vielfach ihr Heil sozusagen suchen in einer Renationalisierung, schottendicht machen, man sieht das jetzt ja an den Grenzzäunen so als Symbol vielleicht, wieder die Mauern hochziehen. Und was ich persönlich schon auch sehr
erschütternd finde, ist, dass es nicht gelungen ist, auf der linken Seite eine pro-europäische, emanzipative, EU-kritische Bewegung und Entwicklung in Gang zu setzen. Da werde ich nachher nochmal was dazu sagen, weil ich das ja von Anfang an eigentlich mit der Vorlage des EU-Verfassungsvertrages auch beobachtet habe. Und ja, das, also so für mich sieht es jetzt so aus, wir haben 10 Jahre verloren. Und jetzt, wenn wir die aktuellen Umfragen anschauen, also die AfD, die läuft ja in Deutschland so von einem Umfrage hoch zum nächsten, und die Linke dümpelt da zwischen 8% und 10% und kann das irgendwie nicht für sich nutzbar machen, ja, im Hinblick auf eine wirklich progressive EU-kritische Revision. Und wir haben aber trotzdem auch in einigen Ländern eben eine positive Gegenentwicklung von links, natürlich die Syriza, wenig davon aus meiner Sicht bis jetzt noch übrig geblieben ist, von dem ursprünglichen wichtigen, tollen Impuls. Wir haben Podemos in Spanien, die bei den Kommunalwahlen im Sommer einige große Rathäuser gewonnen haben, Barcelona und Madrid zum Beispiel. Wir haben in Portugal ja einen Regierungswechsel, der jetzt die Konservativen abgewählt hat. Wir haben in Großbritannien den Jeremy Corbyn, der von der Labour Party zum Vorsitzenden gewählt worden ist, der dafür steht, von diesem Blair-Schröderschen New Labour-Konzept mit Agenda-Politik und so weiter abzurücken. Inwieweit das jetzt da noch sich aus entfalten kann, das muss man sehen, aber es gibt zumindest, es gibt auch Gegenbewegungen auf der linken Seite, nur leider nicht so viel in Deutschland davon erkennbar. So, ich habe jetzt ja hier schon mal einen Überblick fast durchgesprochen, war bei den Ergebnissen der Mainz-Kommission, da habe ich jetzt eine längere Schleife gemacht. So, dann werde ich danach die verschiedenen Strategien, die jetzt vorgelegt werden, also einmal von Seiten der Eliten, wie kriegt man hier den Laden noch irgendwie eingefangen, ja, wie kann man noch, wie versuchen die noch sozusagen die Politik fortzusetzen, die sie eingeschlagen haben, ohne dass eben das ganze Haus zusammenbröselt. Also mehr Europa, ist da der Slogan, unter der Bedingung Fortführung der neoliberal-autoritären Integration von oben. Dann haben wir eben eine Update-Strategie auf Seiten der Linken, die, ich sag mal, so eine reformistische, reformerische Richtung eingeschlagen hat. Und dann haben wir, also Slogan, mehr Europa, aber anders. Und wir haben auf der Linken eine Exit-Strategie, die fragt, was sind denn die eigentlichen Ursachen dieser Krise, dieser wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen Krise, und wie können emanzipative, solidarische Lösungen dafür aussehen. So, ich glaube, ich werde mich jetzt mal hinsetzen. Ja, okay. Mal gucken. Wie nah muss ich ran? Ist so gut, ist so okay. Brauchen wir ein Mikro? Gibt's? Brauchen wir nicht? Schon? Okay. Ja, jetzt komme ich zum Punkt, dass Ochi, das Nein in Griechenland, das überwältigend gesiegt hat. Und zwar unter der, man muss wissen, die Medien in Griechenland sind vollkommen in privater Hand, bis auf oder fast vollkommen, sehr stark oligarchisiert. Die haben natürlich alle für das Ja getrommelt, für die konservativen Parteien getrommelt. Und trotzdem hat das Ochi gesiegt mit 61,3% im Durchschnitt. Es gab keinen einzigen Wahlbezirk in ganz Griechenland, in dem das Ja gewonnen hätte. In den Arbeitervierteln lag das Nein bei 70% und in der Jugend der 18- bis 24-Jährigen haben 85% der jungen Leute mit Nein gestimmt. Das ist
ein klares Signal, dass sie einmal natürlich wissen, sie werden hier wirklich geopfert. Ihre Zukunft ist dieser neoliberalen EU scheißegal. Und dass sie in der Stimmung agieren, zu sagen, wir haben nichts zu verlieren. Das sagen sie auch. Ja? Aber wie konnte es jetzt dazu kommen, dass trotzdem am Ende ein drittes Memorandum, ein drittes Kreditabkommen abgeschlossen worden ist mit Auflagen, die noch schlimmer sind als die, die vorher schon von den konservativen Regierungen oder sozialdemokratischen, also näher Demokratia und PASOK-Regierungen verlangt worden sind? Also einmal hat die Syriza da ein bisschen, sagen wir mal, geschickt agiert. Man hat gesagt, wir wollen die Troika rauswerfen, wir wollen die Austeritätspolitik, also diese Auflagenpolitik hinter uns lassen, wir wollen die Memoranden nicht mehr, aber wir wollen gleichzeitig im Euro bleiben. Und hat letztlich damit kein Druckmittel auch gehabt, zu sagen, wir haben einen eigenen Weg, den wir gehen können, auch wenn der bitter ist, aber im Zweifel ist es besser, als uns weiterhin von euch irgendwie so wöchentlich und monatlich drangsalieren zu lassen. Ja? Denn die Troika-Beamten, die gehen in die griechischen Ministerien, die haben Zugang zu allen Unterlagen, zu jedem Computer, zu jeder Statistik, mehr als die eigenen Minister. Ja? Also die haben teilweise Zugriff auf die Konten, worüber dann die Rettungsgelder laufen, auf die dann die griechische Regierung keinen Zugriff hat. Ja? Also das ist schon wirklich... das ist ein Protektorat, ja? Das muss man mal so sagen. Innerhalb der Regierung, zweiter Punkt, war mit der Stellvertreter von Tsipras, Yannis Dragasakis, der sich geäußert hat im Vorfeld der Wahlen schon mit einem Programm, das man eher der Neodemokratia zugeschrieben hätte. Also nicht wirklich jemand, den man für einen Syriza-Politiker so ohne weiteres gehalten hätte. Der Stathis Kouvelakis von der linken Plattform der Syriza sagt, das war letztlich der Mann der Banken in der Tsipras-Regierung und der war der stellvertretende Ministerpräsident. Varoufakis, das habe ich eben schon angedeutet, hat mit einer kleinen Gruppe, wohl schon vor der Wahl im Januar, an einem Plan B gearbeitet, wie man agieren könnte, wie man die Wirtschaft in Gang halten könnte, wie man die Zahlungsströme am Laufen halten könnte, wenn die EZB den Banken das Geld, den Geldhahn zudreht. Also wie man dann handlungsfähig wäre und die Situation ist ja dann im Sommer auch eingetreten. Dafür brauchte er aber dann irgendwann die Zustimmung sozusagen des Ministerkollegiums und die Mehrheit hat es abgelehnt, weil sie meinten, wenn die Troika das mitkriegt, dann werden sie erst recht stinkig und dann kriegen wir nie irgendwie ein gutes Abkommen. Es sind auch, sagen wir mal, Fehleinschätzungen bezüglich der Troika getroffen worden. Dass man sich nicht hat vorstellen können, dass sie dieses Referendumsergebnis so vollständig ignorieren könnten, dass sie da einfach drüber hinweggehen. Ja? Man hat gedacht, das war insbesondere Varoufakis, hat gedacht, wenn er vernünftig argumentiert, er ist ja ein Volkswirt, Ökonom, wenn er mit ökonomischen Argumenten ankommt, und die sind ja alle ökonomischen Argumente sprechen gegen die Troika, außer eins, dass die Haushaltssanierung, das funktioniert. Das Haushaltsdefizit ist in den Krisenländern gesunken, tatsächlich, aber alle anderen Indikatoren gehen den Bach runter, und zwar massiv. Also die Argumente, die volkswirtschaftlichen Argumente waren für Varoufakis, und er hat gedacht, wenn ich mit denen jetzt mal da spreche, und ich bin ja Experte, ich bin Professor, dann lassen die sich überzeugen, und dann kann ich sie dazu bringen, dass sie vielleicht noch ein bisschen abrücken von ihrem Weg. Das war ein Irrtum. Und jetzt möchte ich ein etwas abstraktes Zitat zeigen. Das stammt von dem Systemtheoretiker und Soziologen Niklas Luhmann. Das beschreibt, was passiert, wenn sich eine emanzipative Bewegung auf die von den Eliten vorgegebenen Verfahren einlässt. Und das ist in Stuttgart irgendwie uns begegnet, als dieser im Rahmen des Stuttgart 21, genau, Faktenchecks,
als da ja sozusagen die kritische Bewegung auch gespalten wurde und eingehegt wurde und danach sozusagen ihrem langsamen Niedergang entgegensah und der Bahnhof wurde gebaut. Und da ist mir das begegnet und dann dachte ich, ja genau, das passiert. Und weil das eben so wichtig ist, auch für unsere Überlegungen, wie müssen wir agieren, dass wir auch nicht naiv sind, wenn wir Alternativen aufbauen. Da kommt es immer darauf an, auf welche Dinge lassen wir uns ein, wo lassen wir uns einbinden oder wo sagen wir, oder wir tun es zumindest, entweder wir sagen nein, oder wir tun es zumindest im Bewusstsein dessen, was da passiert. Jedenfalls Luhmann schreibt dann, Funktion des Verfahrens, ist natürlich jetzt nicht auf die Troika gemünzt, ja, das ist irgendwie aus den 60er Jahren, ist die Zersplitterung und Absorption von Protesten. Motor des Verfahrens ist die Ungewissheit über den Ausgang. Diese Ungewissheit ist die treibende Kraft des Verfahrens, der eigentlich legitimierende Faktor. Das war ja während der Verhandlungen auch. Man hat immer gesagt, ja, wir würden ja mit euch ein Abkommen schließen, aber ihr müsst noch diese Zahlen liefern, ihr müsst noch das erst machen, ihr habt ja schon wieder keine vernünftigen Papiere vorgelegt, also geht mal wieder heim, macht eure Hausaufgaben. Ja? Und ein Teil der Regierungsmannschaft dachte, okay, dann machen wir das auch noch. So, diese Ungewissheit muss während des Verfahrens mit aller Sorgfalt und mit Mitteln des Zeremoniells gepflegt und erhalten werden, zum Beispiel durch betonte Darstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, durch Verheimlichung schon gefasster Entschlüsse, Entscheidungen. Die Spannung muss bis zur Urteilsverkündung wachgehalten werden. Die Ungewissheit... Entschuldigung, was habe ich hier im Moment? Wird nämlich als Motiv in Anspruch genommen, um den Entscheidungsempfänger zu unbezahlter zeremonieller Arbeit zu veranlassen. Nach deren Ableistung findet er sich wieder als jemand, der Normen in ihrer Geltung und die Entscheidenden im Amt bestätigt und sich selbst die Möglichkeit genommen hat, seine Interessen als konsensfähig zu generalisieren und größere soziale oder politische Allianzen für seine Ziele zu bilden. Eine Rebellion gegen die Entscheidung hat dann kaum noch Sinn und jedenfalls keine Chancen mehr. Selbst die Möglichkeit, wegen eines moralischen Unrechts öffentlich zu leiden, ist verbaut. Also mir hat sich das Blut gefroren, als ich das gelesen habe. Ich fand das so, so treffend, was da passiert ist. So, was haben wir jetzt? Okay, das kommt gleich, ist egal. So, jetzt kurz zu Tsipras, Entschuldigung, gucke ich schon dahin, zur Skizze zum Plan B von Varoufakis während seiner Zeit als Finanzminister. Das war im Prinzip so eine Art Vorsorgeplan für den Fall, dass die Europäische Zentralbank die Banken schließen würde oder dass man versuchen würde, Griechenland aus dem Euro herauszudrängen. Da hat er eben mit 5 bis 7 Leuten dran gearbeitet und dann hat er folgende 3 Hauptelemente waren da angedacht. Man wollte ein... Könnten Sie das Bild wegmachen, weil ich kann Ihnen sonst den Varoufakis nicht zuhören. Okay. Weil ich finde das Bild so grässlich. Ja, okay, genau. Geht das oder soll ich noch eine andere Folie? Ja, das Bild ist grässlich. Also, den Geldkreislauf in Gang halten, indem man ein paralleles Zahlungssystem in Gang setzt, das elektronisch funktioniert und auf Euro lautet. Dass man also sozusagen die griechischen Banken, die griechische Zentralbank und die EZB letztlich umschifft, indem man ein eigenes, und das kann man, im Prinzip braucht man nur einen Server und braucht Kontos. Dann kann man das machen. Das ist vergleichsweise einfach zu machen, wenn es nicht von irgendwelchen Mächtigen von außen gehackt und zerstört wird. Also die Technik kommt sozusagen uns da entgegen. Das hat er geplant und dann kann man natürlich über den Weg die ganzen, sagen wir mal, Zahlungsströme, die im Land nötig sind, Unternehmen sollen Steuern zahlen, der Staat muss den Unternehmen ihre Leistungen bezahlen, man kann Löhne bezahlen, man kann Steuern eintreiben und so weiter.
Dafür wollte Varoufakis den Zugriff auf die Steuerdatei, was ihm dann hinterher so angelastet worden ist. Er hätte irgendwie das Finanzamt kapern wollen oder so. Ja, er wollte einfach die Steuernummer und hätte dann für jeden Steuerpflichtigen ein Konto sozusagen angelegt und darüber wären dann sozusagen diese Zahlungsströme abgewickelt worden. Die Wirtschaft wäre nicht zusammengebrochen und die EZB hätte toben dürfen. Ich finde das eine super Idee. Dann hat die Europäische Zentralbank, das war ein zweiter Punkt, hat ja griechische Staatsanleihen im Umfang von 27 Milliarden Euro auf dem Sekundärmarkt gekauft. Also die Staatsanleihen, die ein Land begibt, darf ja die Europäische Zentralbank nicht direkt aufkaufen. Ja, das ist in den USA anders, das ist in Großbritannien anders und in Japan auch, aber in der Eurozone herrschten die rigiden Regeln der Bundesbank. Also kaufen die Banken die Staatsanleihen und die Europäische Zentralbank darf sie dann den Banken abkaufen und ist dann natürlich auf deren, sagen wir mal, Preise also so angewiesen. Jedenfalls hätte dann die griechische Regierung gesagt, wir machen da einen Haircut, wir kappen das einfach, weil Griechenland soll die zum Nominalpreis, also dem Betrag, der aufgedruckt ist, auch wenn da schon größere Beträge von abgeschrieben sind, wir machen da einen Haircut, also einen Schnitt und entwerten sozusagen den Bestand der griechischen Staatsanleihen auf dem Konto der EZB. Und das hätte die natürlich auch wiederum ein bisschen geärgert. Und hätte aber die Schuldenlast der Griechen entsprechend um den Betrag minimiert. Und das Dritte war ein ganz böser, das ist natürlich finanzielle Kriegsführung, ja, so wurde das ja auch verstanden, eine Verstaatlichung der griechischen Zentralbank. Ja. Also wenn man von den Freunden sozusagen aus dem Euro rausgedrängt wird, wenn die einem die finanzielle Luft abdrücken, dann macht man sich selbstständig und das waren so die Schritte. Sollen wir uns mal im Kopf behalten, das können wir vielleicht nochmal brauchen. So, jetzt tut es mir leid, jetzt muss ich Ihnen trotzdem das Bild zeigen. Ja, ja, ja. So, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Als ich das irgendwann mal gefunden habe, dann dachte ich, okay, das war, ich glaube, vor Juli 2015. Da dachte ich, wenn der Tsipras sich so von diesem Ekel Juncker tätschen lässt, ja, so der brave Junge, was ist da los? Und Tsipras hat ja sich selber in der Debatte nach seinem Umfallen, ich mach mal so, dass er erpresst worden ist, das ist für mich keine Frage. Die Frage für mich ist, warum ist er nicht zurückgetreten? Warum macht er das schmutzige Geschäft der Gläubiger und macht damit ja nicht nur eine Fortsetzung und eine Verschlimmerung dieser Auflagen, sondern zerstört Hoffnung. Zerstört Hoffnung, dass es eine Alternative geben könnte. Das halte ich für mindestens genauso schlimm. Und warum macht er sich zum Büttel von einer solchen Vorgehensweise? Das ist mir, ehrlich gesagt, das kann ich noch nicht ganz entschlüsseln. Aber was zumindest durch diese Unterwerfung von Tsipras unter die Troika-Politik passiert ist, und gleichzeitig hat er gesagt, ich habe gekämpft wie ein Löwe, um sozusagen zu verhindern, dass sie Griechenland an die Wand schmeißen und dass sie euch vernichten. Und da habe ich eine interessante Analyse, das ist jetzt wieder ein bisschen abstraktes Zitat von einem französischen Soziologen Pay gefunden. Achso, genau. Das ist sind drei Herren aus der Eurogruppe, nachdem Tsipras eingeknickt ist. Das Bild mal im Stern. Die klatschen sich in die Hände, wahrscheinlich lassen sie hinterher noch die Champagnerkorken knallen. Also Tsipras stellt sich als Opfer dar. Die Ikonografie, also das Bild, ja, das dadurch geschaffen wurde, stellt sich gleichzeitig als Abbild des Helden, der mehr gekämpft hat als jeder andere, wie auch als Opfer dar, das die Verträge mit dem Revolver an der Schläfe unterzeichnen musste. So wird der radikalen Linken eine heilige Aura verliehen. Alles reduziert sich auf das Leiden der guten Seele Tsipras, eines getreuen, aber verwundeten Politikers.
Dieses Bild beseitigt jede Trennung zwischen dem Bürger und der Macht. Kritik wird unter diesen Umständen Ketzerei, denn sie leugnet die aufopfernde Liebe des Führers. Die Problematik der Konfrontation verschiebt sich vom objektiven Gegensatz zwischen den sozialen Kräften zum inneren Konflikt des Ministerpräsidenten zu seinem Seelenzustand. Und genau das habe ich bei einem Vortrag über Griechenland und die Situation im Sommer bei uns im Ort erlebt. Da war eine größere Gruppe aus der griechischen Gemeinde da und die haben sich genauso verhalten. Die haben gesagt, er hat gekämpft und er ist ein Opfer, er ist erpresst worden. Und der politische Widerstand gegen diese Troika-Politik war damit erstmal gelähmt. So, ich glaube nicht, dass es lange anhält in Griechenland. Da sieht man ja jetzt ja schon an einigen Stellen Generalstreiks, weil es vor 2 Wochen, glaube ich, jetzt für diese Woche ist, glaube ich, schon wieder einer angekündigt. Also da ist viel, Sie wissen es? Nein, ich hätte jetzt einfach, also ich empfinde es jetzt gerade als eine bisschen einseitige Darstellung, weil doch gleichzeitig klar war bei griechischen Umfragen, dass 70-80% der Menschen in Griechenland definitiv nicht aus dem Euro raus wollen und den Plan B nicht unterstützen. Und unter den Umständen, also das muss genau. Man schon mit Augen erzählen. Ich würde sagen, wir lassen die Referentin ihr Referat zu Ende bringen und danach darfst du deine Meinung äußern. Okay? Das halt mit, das ja, kann sein, aber es kann auch nachher nochmal gebracht werden. So, was haben wir jetzt? Das kommt gleich. Okay, also jetzt geht es darum, Tsipras, einfach die Person, diesen Politiker einzuschätzen. Ja, da bin ich jetzt dabei. Die Parlamentspräsidentin Konstantinopoulou, ja, diese Wahrheitskommission ins Leben gerufen hat, ist auf der Webseite des griechischen Parlaments verschwunden. Alle ihre Spuren sind gelöscht worden. Die Wahrheitskommission taucht da nicht mehr auf. Und es ist auch nicht von der griechischen Regierung nicht aufgegriffen worden, was da drin gestanden hat, zu keinem Zeitpunkt. Nach dem Unfall von auch vorher schon nicht. Der Bericht stammt ja von Juno. Also da hätte man ja... Und also die Leute, die diesen Bericht geschrieben haben und noch viele andere, waren letztlich permanent in den ersten 6 Monaten in Griechenland vor Ort. Da haben Konferenzen stattgefunden in Delphi, der Toussaint war da, der Hudson war da, der ist ein großer Schuldenexperte. Also ganz viele Leute waren da, die Expertise war vor Ort. Und der Bericht ist natürlich dann Zug um Zug erstellt worden. Da gab es ja dann einzelne Kapitel, die schon früher vorgelegen haben. Und man hat nicht darauf Bezug genommen. Man hat ihn nicht benutzt, zu argumentieren gegen die Troika. Tsipras selbst hat schon vor seiner Wahl, also im Mai 2014, gesagt, Griechenland gehört zum Westen, Griechenland gehört zur EU, zum Euro und zur NATO. Obwohl das Syriza-Programm eine NATO-kritische Haltung eingenommen hat. Und es hat jetzt unter dem Verteidigungsminister Kamenos, aber Tsipras hat das nochmal mit einem zusätzlichen Abkommen mit Netanyahu nochmal bestärkt, gibt es ein Militärabkommen mit Israel, obwohl Syriza eher, sagen wir mal, eine anti-israelische oder zumindest Palästina-freundliche Programmatik hat. Also es gibt ein Militärabkommen mit Israel, was die Stationierung von Truppen in beiden Ländern betrifft. Gemeinsame Militärmanöver und die Militärs dürfen für die Taten, die sie während dieser Manöver begehen, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ein Abkommen, das Israel ansonsten nur mit den USA geschlossen hat. Also ein Status of Forces Agreement so far. Okay, so viel jetzt einfach mal so. Das ist das Ergebnis meiner Einschätzung zu der Person, wie viel Syriza-Politik steckt in Tsipras. So, da muss man nicht mitgehen.
Das ist eine Karikatur, die in einer griechischen Zeitung erschienen ist. Schäuble wird damit den Aussagen zitiert: Die Verhandlung hat begonnen, wir bestehen darauf, Seife aus eurem Fett zu machen. Wir diskutieren nur darüber, Düngemittel aus eurer Asche zu machen. Das ist natürlich schon eine ziemlich hasserfüllte Karikatur. Wir kennen andere, denke ich, wo Merkel in SS-Uniform gezeigt wird. Wie kommt man zu so einer Einschätzung? Und jetzt bringe ich einfach so ein paar einfach Daten, was jetzt so in den letzten 5 Jahren, so das Ergebnis von 5 Jahren Troika-Auflagen ist. Also die Hälfte der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung mehr. Das BIP ist in den 5 Jahren von 226 Milliarden auf 177 Milliarden geschrumpft. Fast 2/3 der Familieneinkommen liegen im Jahr 2015 unter 12.000 Euro im Jahr. Das sind Familieneinkommen. Also 1.000 Euro im Monat. Die Löhne sind um 20% gesunken. Die monatliche Rente ist massiv reduziert worden und vor allen Dingen aufgrund der Lohnsenkungen, aufgrund der Erhöhung von Steuern, von Abgaben, von Gebühren, von Selbstbeteiligungen bei Gesundheitsausgaben und so weiter, haben die ärmsten 10% der Haushalte 86% ihres verfügbaren Einkommens verloren. Die zweite Gruppe, die massiv getroffen worden ist, ist die Mittelschicht durch die Entwertung eben ihrer Geldanlagen, durch die Entwertung ihres ihrer Immobilien und so weiter. Da haben wir nochmal. 52% der griechischen Kredite sind notleidend. Das ist ein Betrag von 107 Milliarden Euro. Die absoluten Staatsschulden betragen jetzt 317 Milliarden. Was heißt notleidend technisch? Notleidend heißt, die sind seit 3 Monaten nicht mehr bedient worden. Also da haben die Schuldner ihre Zins- und Tilgungszahlungen ausgesetzt. Aber das ist jetzt ein bisschen verrutscht. Und das BIP, also das sind die Staatsschulden, 317 Milliarden gerade und das BIP 174 Milliarden. Ja, das fand ich auch ein Zitat, das irgendwie passt in den Zusammenhang. Mit dem Entstehen der Staatsverschuldung tritt an die Stelle der Sünde gegen den Heiligen Geist, für die keine Verzeihung ist, der Treuebruch an der Staatsschuld. Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel der ursprünglichen Akkumulation. Ursprüngliche Akkumulation heißt der Zugriff auf Vermögenswerte, Land, Rohstoffe, Eigentum, vor allen Dingen in öffentlicher Hand. Die Troika, jetzt Quadriga, verlangt ja eben vor der Aussage der ersten Tranche, Kredittranche, sogenannte Prior Actions, also man muss Gesetzespakete durchbringen, bevor das Geld, die Kredithilfe geleistet wird. Es fließt ja, dieser Rettungsschirm ist ja nur eine Institution, die sozusagen an den Finanzmärkten Gelder aufnimmt und die dann mit einem kleinen Aufschlag an Griechenland oder die anderen Krisenländer weitergibt. Ja, das ist der Rettungsmechanismus. Und die Euro-Staaten bürgen dafür, dass, wenn Griechenland ausfällt und diese Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr leistet, dass dann sozusagen wir alle als Eurozonenbürger diese Gelder zurückzahlen. Und zwar, wie heißt das in diesen Verträgen, also unbedingt und dauerhaft, also bis zum letzten Euro. Ja? Also da kann man jetzt nicht entrinnen. Ja, es ist so eine Kaskade an Bürgen. Also wir sind damit in der Haftung. So, und insgesamt sind im Rahmen dieses dritten Memorandums 200 Maßnahmen verlangt und dazu gehören zum Beispiel weitere Kürzungen der Pensionen im öffentlichen Dienst und der Renten, zum Beispiel über eine 6%ige Gesundheitsabgabe, über die Abschaffung der Zuschüsse für Niedrigrenten,
Kürzung der Zuschüsse für arme Haushalte, für Heizöl, Streichung der Zuschüsse für Dünger und Dünger in der Landwirtschaft, für Diesel und Dünger in der Landwirtschaft, weitere Kürzungen der Sozialleistungen, Anhebung der Mehrwertsteuer auf den Inseln, das war ja im Sommer schon diskutiert, für Grundnahrungsmittel und für die Nachhilfeschulen. Und viele griechische Familien geben ihre Kinder in diese Nachhilfeschulen, damit die die Aufnahmeprüfung für die Universität bestehen. Das heißt, diese Mehrwertsteuererhöhung trifft größere Teile der Bevölkerung. Die Immobiliensteuer wird beibehalten, und zwar ist die zu zahlen auf dem Niveau der Immobilienwerte von vor der Krise, aber die Immobilienwerte sind bis zu 80% gefallen in den letzten 5 Jahren. Nach wie vor können die Griechen nur maximal 420 Euro pro Woche von ihrem Konto abheben. Also diese Kontrollen, die Beschränkungen, die im Vorfeld des Referendums eingerichtet worden sind, die gelten immer noch. Ganz übel ist, dass diese Quadriga eine neue Zivilprozessordnung verlangt, die 93% der griechischen Rechtsanwälte ablehnen, und zwar bei Insolvenz einer juristischen Person, also einer Bank, eines Unternehmens und so weiter, sollen immer private Banken als bevorzugte Gläubiger behandelt werden, vor den Ansprüchen des Staates und vor den Ansprüchen der Beschäftigten. Es gibt eine 30-seitige Liste mit Details zu den Privatisierungen, da werden dann die einzelnen und dieses Plünderungsprogramm heißt beschönigend Vermögensentwicklungsplan, also diese Begriffe allein schon. Es werden tabellarisch die Objekte aufgelistet, die Privatisierungsmethode, die anzuwenden ist, die Berater, die das sozusagen begleiten. Ja, das sind dann die altbekannten internationalen Kanzleien und Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen, ja, die sich da einen Apfel und eine goldene Nase verdienen. Und obwohl europaweit ja der Widerstand gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge wächst, ja, und Bestrebungen an vielen Orten im Gange sind, die Wasserversorgung, Energieversorgung und so weiter wieder in die Hand der Bürger zurückzunehmen, in kommunale Eigentum wieder zu überführen, verlangt die Troika in allen Ländern genau die Privatisierung dieser öffentlichen Daseinsvorsorge. Das steht in jedem Memorandum drin. Trotzdem werden aber die Kosten dem Staat auferlegt, so muss zum Beispiel die griechische Regierung weiterhin die Renten des privatisierten Elektrizitätsunternehmens mit 700 Millionen bezuschussen und die an die Deutsche Telekom verkaufte Kommunikationsfirma wird auch mit 500 Millionen unterstützt für ihre Rentenzahlungen. So, ein Konfliktprogramm zwischen der Troika und der griechischen Regierung war jetzt den ganzen Sommer über, bis irgendwie vor ein paar Tage, bis vor einer Woche, wie man mit den vielen in Zahlungsverzug geratenen Haus- und Wohnungseigentümern, Hypothekenschuldnern umgeht. Die Griechen haben einen relativ hohen Anteil an Wohneigentum, das sind einfache Häuser oder Wohnungen, aber sie gehören ihnen, aber aufgrund einer Arbeitslosenquote von 25% und unter den jungen Leuten ja noch mehr und der massiven Kürzungen, Einkommensverluste und so weiter, sind natürlich ganz viele, ich glaube 500.000 dieser Kredite notleidend, dieser Hypothekenkredite so. Und wie geht man jetzt damit um? Und die bisherigen Regierungen hatten ein Gesetz erlassen, die Lex Katseli, die das selbstbewohnte Wohneigentum vor Pfändungen schützt, und die Troika hat verlangt, alles wird gepfändet, wer nicht zahlen kann, der wird gepfändet. Da hat sich die griechische Regierung lange gewehrt, und da ging es noch darum, dass man den Wohnungswert möglichst hoch ansetzt, aber auch da hat die Troika sich durchgesetzt, und es sind alle Wohnungen, die 120.000 Euro wert sind oder mehr, und zwar gelten da die Preise von vor der Krise, die sind jetzt sozusagen von Pfändung bedroht, wenn die Eigentümer die Hypotheken nicht zahlen können. Es könnte jetzt sein, dass 300.000 Leute ihre Wohnungen verlieren. So, das Ganze wird noch dadurch wirklich
unvorstellbar brutal, dass das griechische Schuldrecht, das war wohl schon vorher so, vorsieht, dass die Kreditnehmer, dass die Kreditnehmer, also die Hypothekenschuldner, aber auch deren Erben, selbst nach der Versteigerung des gepfändeten Wohneigentums noch die Rat diese Hypothekenschuld abzahlen müssen. Die verlieren alles. Die verlieren ihr Eigentum, die verlieren die Wohnung und müssen blechen. Das kann man, was kann man dafür noch für Worte finden? Mir gehen einfach die Worte aus dafür. Ja? So, und dann dürfen die Banken, das ist jetzt wiederum in dem neuen Memorandum enthalten, dann dürfen die Banken Zahlungsansprüche der Banken gegenüber den säumigen Schuldnern an Hedgefonds verkaufen. Ja, genau. Was habe ich jetzt hier? Das kommt gleich. So, das waren jetzt nur so ein paar sozusagen der aktuellen Auflagen. Und wie ist das jetzt, was da passiert ist? Sie haben sich schon einen Begriff genannt, aber wie soll man das jetzt so politisch-ökonomisch einschätzen? Was da jetzt an Mechanismen passiert? Es werden durch die Bank mit diesen Auflagen die Interessen des privaten Finanzsektors bedient. Private Risiken, private Schulden werden in öffentliche Schulden umgewandelt, ja, sowohl des griechischen Staates, aber natürlich auch der Gläubigerinstitutionen. Das heißt, von uns. Ja? Wir sind sozusagen die europäischen Bürger, so sagte ein IWF-Ökonom mal, sind die Stoßdämpfer letzter Instanz. Also im Zweifel müssen wir blechen. Die Blackbox dieser Verschuldungsursachen, die bleibt verschlossen. Man erfährt ja so gut wie gar nicht, was sind denn das jetzt eigentlich da für Geschäfte gewesen, aus denen die Schulden der Banken eigentlich entstanden sind, die ja dann vom Staat gerettet wurden, also in Staatsschulden übergestülpt worden sind. Ja? Das ist ja ganz, ganz schwer, mal hier hin und wieder da überhaupt mal so einen kleinen Blick reinzufallen. Das ist selbst der Weizkommission, die schreiben das am Anfang, so gut wie nicht gelungen. Ebenfalls gerettet werden, also diese ganzen Finanzgeschäfte, diese spekulativen Finanzgeschäfte, die ja nicht angetastet worden sind. Ja, es ist ein bisschen Symbolpolitik betrieben worden im Hinblick auf die Banken in der Eurozone, aber die ganze Finanzwirtschaft, die außerhalb der Banken läuft, im Schattenfinanzsektor, über Steueroasen, über Hedgefonds und so weiter, die sind überhaupt nicht angetastet worden, sind noch nicht reguliert worden. Und diese Geschäfte, die ja hochriskant sind, werden über sogenannte Kreditausfallversicherungen abgesichert. Das kann jeder, jeder kann eine Kreditausfallversicherung, kann jemandem eine Kreditausfallversicherung verkaufen, können Sie auch, ja. So, und wenn jetzt die Steuerzahler sozusagen für diese Schulden bürgen, werden diese Kreditausfallversicherungen nicht schlagend und da haben die US-Sicherungsgeber 500 Milliarden Euro in der Eurozone im Feuer, um die es geht. Ja? Deshalb müssen immer die Banken gerettet werden und deshalb darf es kein Kreditereignis geben, also keinen echten Schuldenschnitt. Ja? Also die werden dann sozusagen vor der Pleite bewahrt und werden so geschützt und deshalb hat die amerikanische Regierung auch immer darauf gedrungen, dass die Europäer hier die Banken retten. Und nicht pleite gehen lassen, wie das die Isländer gemacht haben. Es hat ja 2012 einen Schuldenschnitt gegeben, einen sogenannten Private Sector Involvement, das nicht als offizielles Kreditereignis gewertet worden ist. Da hat der Ackermann, der frühere Deutsche Bankchef, da die Finger noch mit drin gehabt. Und da heißt es immer, ja, die Anleger, die haben ja da massiv Geld eingebüßt.
Ja, teilweise schon. Allerdings, die institutionellen Investoren, also die großen Fonds, die kriegten sogenannte Sweetener im Umfang von 30 Milliarden Euro, die dann wiederum der griechischen Schuld obendrauf gerechnet worden sind. Das war dann Inhalt vom zweiten Kreditpaket, um ihnen sozusagen den Anleihetausch zu versüßen. Und die kriegten dann neue Anleihen, die unter britischem Recht firmieren, wo der Staat nicht so ohne weiteres den Schuldendienst einfach einstellen kann, sondern dann große Prozesse vor internationalen Schiedsgerichten entgegensehen muss. Wer bezahlt hat, wer die Verlierer waren dieses Schuldenschiedes, das waren die Kleinanleger, die Privaten, und das waren vor allen Dingen die griechischen Sozialkassen. Allen voran die Rentenkasse hat 2/3 ihrer Einlagen verloren. Denn die Rentenkassen, das ist ein kapitalgedecktes System, die mussten dann sozusagen griechische Staatsanleihen kaufen. Ja, also immer, Staatsanleihen galten immer als sicher, im Euroverbund sowieso lange. Und dann wurden diese Staatsanleihen bei der Zentralbank hinterlegt, zwangsweise. Und die wurden dann dem Schuldenschnitt unterzogen, wurden rasiert. 2/3 sind weg. So, und jetzt ist die griechische Rentenkasse natürlich sozusagen finanziell am Ende. Und da hat man wieder eine prima Begründung, um die Renten zu kürzen. Wie geht es denn Tsipras bei dieser Geschichte? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Dann haben wir ja im Hinblick auf die Arbeitseinkommen eine Politik der Deflation der Arbeitskosten. Also das heißt ja immer, die griechische Wirtschaft soll wieder wettbewerbsfähig werden, ja, um exportstark zu werden. Aber es ist natürlich illusorisch, dass die griechische Wirtschaft basiert zu 80% auf dem Binnenmarkt. Es ist illusorisch zu sagen, dass die mit Ländern wie meinetwegen Deutschland oder Italien oder Frankreich oder so konkurrieren können soll. Ja, das ist ein Witz. Aber hier die marktliberalen Wirtschaftsprofessoren Belke und Dreger, die haben das schon 2011, also kurz nach dem ersten Memorandum, dann schon sehr unumwunden gesagt. Also die verschweigen gar nicht, ja, die Profiteure und Mietschreiber der Gläubiger, die verschweigen gar nicht, was der Sinn ist. Ja. Den Umbau der griechischen Wirtschaft als Niedriglohnstandort in der EU forcieren, damit auch der deutschen Wirtschaft die Chance geboten wird, günstige Investitionen und billige Arbeitskräfte zu nutzen. Ja? Griechenland in die globale Wertschöpfungskette integrieren. Das ist das Ziel der Lohndrückerei auf allen Ebenen. Und es sind ja nicht nur Löhne, es sind ja auch Tarifverträge werden aufgekündigt, Arbeitsschutz und Kündigungsschutzrechte werden aufgeweicht. So, im Ergebnis haben wir, dass die griechischen Bürgerinnen und Bürger sowohl ihres privaten als auch ihres öffentlichen Eigentums beraubt werden, ohne irgendwie eine Perspektive zu haben, dass es besser wird. Sie müssen Schulden zahlen, sie müssen ja sozusagen jetzt die Erlöse aus der Privatisierung für den Schuldendienst verwenden. Das ist ein Unding, ja, das gab es früher noch nie. Und haben aber aufgrund sozusagen dieser Memorandum keine Chance, aus dieser Zwangsjacke zu entrinnen. So, aber die Troika geht noch weiter, denn es werden nicht nur Auflagen verlangt, wie man es sozusagen von einem Diktator dann kennt, du musst das und das tun und dann kann man sagen, okay, ich muss mich unterwerfen, sondern man verlangt von der griechischen Regierung, sogenannte Ownership zu übernehmen. Nämlich, das ist jetzt noch ein anderer Punkt, nämlich so zu tun, als wäre es die eigenen Vorstellungen, als wäre es die eigene Politik, die man da umsetzt. Und das Zweite ist, jedes Gesetz, das griechische Parlament durchbringen will, muss zuvor bis ins Detail mit der Troika durchgesprochen werden, muss von denen abgesegnet werden. Die haben null Spielraum für gar nichts. So, und die Wahrheitskommission hat das alles sehr detailliert untersucht und sagt, das ist jetzt so das Fazit, Griechenland ist nicht nur nicht in der Lage,
die Schulden zu tilgen. Ja, die Schuldentragfähigkeit ist nicht gegeben, sondern sollte das auch nicht tun, weil die aus den Abkommen mit der Troika hervorgegangenen Schulden eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger Griechenlands darstellen. Deshalb kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Schulden illegal, illegitim und verabscheuungswürdig sind. Und die beschreiben das dann hier in dem Bericht detailliert für jede Gläubigerinstitution, was die gemacht haben und warum, ob das dann illegal, ob das illegitim oder verabscheuungswürdig ist und auf welcher Grundlage, auf welcher Rechtsgrundlage sie zu dieser Einschätzung kommen. Wer ist die Wahrheitskommission? Die Wahrheitskommission ist eine Kommission von Finanzexperten, die von der früheren griechischen Parlamentspräsidentin Zoe Konstantinopoulou einberufen worden ist, als Kommission, Sonderkommission des griechischen Parlamentes. Im Prinzip haben die so eine Art Schuldenaudit gemacht. Ich kann jetzt die Argumentation um ein paar Punkte nennen, warum die zu dem Schluss kommen. Ja, also die Kreditgewährung durch den IWF verstieß gegen dessen Statuten, denn die Schuldentragfähigkeit ist die Grundvoraussetzung, dass der IWF überhaupt Kredite vergeben darf. Und das war bei Griechenland nicht der Fall. Das war das Erste. Die Auflagen verstoßen gegen die griechische Verfassung, gegen unterzeichnete Verträge, zum Beispiel die UNO-Menschenrechtserklärung. Klauseln sind sittenwidrig, weil Griechenland gezwungen wird, auf große Teile seiner Souveränität zu verzichten. Die Schulden bei der EZB sind komplett illegal, weil die EZB den Aufkauf von Staatsanleihen oder auch diese Notkredite, ELA-Notkredite mit Auflagen verbindet und damit überschreitet die Europäische Zentralbank ihr Mandat. Das ist nicht in ihren Statuten enthalten. Die Rettungsschirme, die zwei, der erste EFSF und der ESM, verlangen Eingriffe in das Tarifvertragsrecht, Kollektivvertragssystem, das verstößt gegen die EU-Grundrechtecharta und ist deshalb illegitim. Das dritte Memorandum, das ist jetzt hier in diesem Papier untersucht worden, verstößt, also auch von der Wahrheitskommission, verstößt gegen die griechische Verfassung, da das Referendumsergebnis missachtet worden ist. Beide Vereinbarungen sind unter Nötigung zustande gekommen, was die Wiener Konvention über das Recht der internationalen Verträge in Artikel 52 verbietet. Es gibt eine neue, von der UNO-Generalversammlung angenommene Resolution über die Prinzipien der Restrukturierung der Staatsschulden, die ist 2015 angenommen worden. Und nach dieser Resolution heißt es, dass Abkommen nicht unter übertriebener Einflussnahme von außen zustande, also Kreditabkommen zustande kommen dürfen. Und die Wahrheitskommission sagt, es gibt mehrere rechtliche Bestimmungen, die dem Staat erlauben, diese Schulden einseitig nicht anzuerkennen, wenn man durch die Gläubiger getäuscht worden ist, zum Beispiel, dass alles wieder aufwärts geht, dass es wieder besser wird und so weiter, oder wenn die Menschenrechte verletzt werden, wenn Zwang, unlautere Bedingungen die Finanzhoheit des Staates beeinträchtigen und wenn er gezwungen wird, nicht tragbare Schulden zu übernehmen. Und genau das ist ja passiert, als die griechische Krise ausgerufen worden ist, im Anfang 2010, war der Schuldenstand bei Pi mal Daumen 110% des BIP. Wir sind jetzt bei 180% angekommen oder noch mehr. Ja, also die Rettung war jedenfalls keine Rettung für Griechenland. So, jetzt komme ich zu den Strategien angesichts der Krise aus unterschiedlichen Richtungen. Ich gebe jetzt eben einen Überblick über die drei Bereiche und es sprießen gerade ganz viele Alternativpläne, Vorschläge, Plan B und so weiter genannte Konzepte aus ganz unterschiedlicher Richtung
Und es ist nicht so einfach, da irgendwie so die Linie zu behalten. Deshalb mache ich jetzt mal, ich will jetzt mal drei Kategorien bilden. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt alle Pläne, die es gerade gibt, erfasse, aber dass man so eine grobe Orientierung hat, ich glaube, das kann ich schon bieten. Also für die Eliten ist natürlich, die Eliten merken natürlich schon auch, dass der Laden sowohl ökonomisch als auch politisch so langsam zerbröselt. Aber sie wollen nicht von der eingeschlagenen Politik Abstand nehmen, sondern versuchen irgendwie das weiter zu managen und hoffen, ich weiß nicht worauf, und setzen den jetzigen Weg fort. Und vor allen Dingen muss man verhindern dafür, dass Abweichler mundtot gemacht werden, gedeckelt werden und eingemeindet werden. Und wir haben ja jetzt, Syriza ist ja jetzt sozusagen eingemeindet worden. Und als nächste gefährliche Flanke haben wir Portugal. Ja? Da hat ja der Staatspräsident Silva sich geweigert, dem Linksbündnis die Regierung zu übertragen und hat den konservativen Pascoal Coelho wieder mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl er keine Mehrheit im Parlament hatte. Und dann hat das Linksbündnis, die Sozialisten sind dabei, die Kommunisten sind dabei und die Grünen, die sind antikapitalistisch in Portugal, antikapitalistische Grüne, die drei sind es, glaube ich. So, die haben dann den Coelho, dessen Regierungsprogramm abgelehnt mit ihrer Mehrheit. Und dann hat der Silva gesagt, also ich gebe aber dir, wie heißt er? Costa, danke, genau. Antonio Costa von der Sozialistischen Partei, dir übertrage ich die Regierungsbildung, aber nur, wenn du mir schriftlich 6 Zusicherungen machst. Und zwar sind die hier dann aufgeführt. Das Wichtigste ist, Costa genau und sein Bündnis muss garantieren die Stabilität des Finanzsystems, steht ja gar nicht in seiner Macht, muss einen Haushalt verabschieden, den die Vorgängerregierung mit der EU-Kommission sozusagen verabredet hat, muss die Defizitregeln anerkennen und muss die NATO-Mitgliedschaft anerkennen. Und diese NATO-Mitgliedschaft, das ist wirklich ein ganz, ganz heikler Punkt, denn selbst der US-Botschafter in Portugal hat sich in einem Radio-Interview eingemischt und hat seine Sorgen geäußert, dass Portugal die NATO-Mitgliedschaft in Frage stellen könnte, weil ja schließlich mit den Kommunisten und den Grünen 2 NATO-kritische Parteien dabei sind. Aber man würde natürlich nicht das Wahlergebnis irgendwie in Frage stellen wollen. Ja? Also da merkt man, das ist also NATO, und da werde ich nachher auch nochmal bei der Exit-Strategie NATO ja oder nein. Das ist eine ganz entscheidende Frage, und wer die NATO-Mitgliedschaft in Frage stellt, das ist fürs Imperium, sage ich jetzt mal, eine Kriegserklärung. Das ist also wirklich, das muss man wissen. Ja? Man soll wissen, was man tut. So, das ist also ein Hegen sozusagen der Abweichler, ja, Deckel der Abweichler, die jetzt so sprießen. Zweite Strategie ist, neoliberale Politik fortsetzen, das zeige ich dann gleich noch. Und die dritte Strategie ist, das läuft mehr so über die Medien. Da will ich jetzt nur mal so einen kurzen kleinen Impuls setzen, was mir seit einiger Zeit auffällt. Das sind aus meiner Sicht Gatekeeper unterwegs, in den Medien, aber auch in NGOs, die dafür sorgen, dass die EU-kritische, antineoliberale Diskussion nicht zu weit reicht und dass das sozusagen schön in der Spur bleibt. Und ein Mittel, dieses in der Spur halten, ist eine EU-kritische linke Debatte mit einem Querfrontvorwurf zu versehen. Man würde es mit den Rechtspopulisten, ja, sich gemein machen und wäre ja mit denen auf einer Linie. Dass man andere Ziele hat, dass man eine andere Politik will, das wird alles unter den Tisch gefegt. Da werden Unterstellungen gemacht, das ist unsäglich.
Und am besten ist es, wenn solche Gatekeeper in linksliberalen Medien auftauchen und wenn Sie sich das mal zu Gemüte führen wollen, dann schauen Sie sich einen Artikel von Albrecht von Lucke bei den Blättern für deutsche und internationale Politik an, eine angesehene Monatszeitschrift, bisher auch für mich, aber ich muss sagen, ich gucke mir das jetzt, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, nur noch mit spitzen Fingern an. Also wir dürfen es nicht unterschätzen und vielleicht kann ich hinterher in der Diskussion nochmal so andere Beispiele nennen, was mir einfach so aufgefallen ist in den letzten Wochen. So, das ist jetzt mal so eine Übersicht über die einzelnen Konzepte. Also einmal die EU-Eliten und das Establishment festhalten am bisherigen Kurs. Ich sage jetzt nur mal in Stichworten, was man bisher schon gemacht hat. Denn diese neoliberale Zurichtung der Eurozone und der EU insgesamt betrifft ja nicht nur die Krisenländer, sondern sie betrifft ja fast die gesamte EU. Und wenn man sich das anguckt, was da in den letzten 5 Jahren an Verträgen, an Richtlinien, an Verordnungen durchgebracht worden ist, da wird es einem schwindelig. Es ist kaum noch möglich, die Übersicht zu behalten, die miteinander zu unterscheiden. Wir haben eine Rechtsverunsicherung durch Rechtsvervielfachung, teilweise unter dem EU-Vertragsrecht, teilweise außerhalb. Also das ist ein Wirrwarr. Also wir haben diesen EFSF, diesen ersten Rettungsschirm, der mittlerweile abgelöst worden ist durch den ESM. Wir haben von der EZB sogenannte langlaufende Tender, Kredite für die Banken. Das fing an mit, ich glaube, 2% Zinsen. Mittlerweile ist man bei 0,5% Zinssatz. Die Kredite, die Banken kriegen, im Umfang von 1 Billion Euro, 1000 Milliarden Euro. Damit werden die sozusagen gefüttert mit billigem Geld unterhalb der Inflationsrate. Und es wird nicht kontrolliert, was sie damit machen. Dann hat die EZB auf dem Sekundärmarkt eben Staatsanleihen aufgekauft, dieses Security Markets Program. Dafür müssen die Länder dann Auflagen erfüllen. Das ist abgelöst worden durch ein weiteres OMT-Programm, das aber ähnlich funktioniert. Dann gibt es das sogenannte europäische Semester. Wer hat davon schon gehört? Das sind noch unverbindliche Vorgehensweise, dass die Länder, die EU-Mitgliedsländer, der EU-Kommission ihre Haushaltspläne vorlegen müssen, bevor sie in den Parlamenten beraten werden. Und dann gibt die EU-Kommission einen Bericht für jedes Land ab und gibt sozusagen macht Vorschläge für Reformprogramme und so weiter. Also noch ist es nicht verbindlich unter dem europäischen Semester, aber das will man natürlich machen. Dann hat man 6 Richtlinien und Verordnungen, Six-Pack Economic Governance, eingeführt. Ich glaube, das war 2012 oder 2011, das weiß ich jetzt nicht genau. Da wird ein sogenannter präventiver Arm festgeschrieben für Länder, die noch die Defizitregeln, 3% Haushaltsdefizit des Maastricht-Vertrages, einhalten. Aber wer dann, was weiß ich, bei 2,5% Defizit ist, der könnte ja mal auf über 3%, also da wird dann schon drangsaliert. Und dann wird von der EU-Kommission werden dann auch Reformen verlangt und die können nur rückgängig gemacht werden mit einer qualifizierten Mehrheit im Ministerrat, der Finanzminister, also nicht in Kraft gesetzt, sondern außer Kraft gesetzt werden, also die Hürden werden hochgelegt. Dann haben wir den Fiskalpakt, seit dem 01.01.2013, der ja nicht nur eine Schuldenbremse vorsieht, wie das Grundgesetz festgeschrieben hat, sondern die Staaten sind verpflichtet, jedes Jahr 5% der die 60% Staatsverschuldung übersteigenden Staatsverschuldung abzubauen. Das ist bis jetzt noch nicht groß diskutiert worden, aber dieser Vertrag existiert, das ist ein internationaler Vertrag, außerhalb des EU-Rechts, unkündbar. Oder nur, wenn alle 25 Länder sagen, wir schmeißen das auf den Müll.
Und das ist immer so mit diesen Verträgen, die werden dann beschlossen, da gibt es vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und dann liegen sie da, aber sie gelten und dann irgendwann werden die Klauseln gezündet. Ja? So wie jetzt diese EU-Beistandsklausel nach den Terroranschlägen in Paris, die stehen seit 2003 in dem Vertrag drin, ja? Seit 2009 gültig und jetzt zack, auf einmal ja, ist er da, schärfer als der NATO-Beistandspakt im Übrigen, Klammer zu. So, den Two-Pack, nochmal zwei Gesetze, die die haushaltspolitische Koordinierung und Steuerung vorsehen. Und die Bankenunion, das ist das letzte Stichwort, man will angeblich eine neue Finanzkrise verhindern, aber was hat man gemacht im Rahmen dieser Bankenunion? Man hat einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus beschlossen, man hat aber nichts verboten an dem, was die Banken tun. Man hat einen Sanierungs- und Abwicklungsmechanismus beschlossen und jetzt geht es noch um die gemeinsame Einlagensicherung und darüber tobt jetzt gerade die Auseinandersetzung bei der EU-Kommission, die sowieso die bundesdeutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken am liebsten privatisieren würde. Die will, dass die zumindest in die Einlagensicherung für die spekulativ agierenden Privatbanken mit einbezogen wird. Und dagegen wehrt sich im Moment aber noch Deutschland und auch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Im Übrigen soll dieser Einlagensicherungsfonds 55 Milliarden Euro umfassen. Genau. Also im Falle einer wirklichen Krise, und die wird kommen, ist das ein Witz. Die Bankenrettungspakete in der Eurozone zwischen 2008 und 2011 umfassen 1.600 Milliarden Euro. Ja, also und die Banken brauchen die Einzahlungen erst bis 2018 oder 2019 oder so zu leisten. Ja, das ist also, das ist Symbolpolitik. Dann gibt es jetzt eben diesen Fünf-Präsidenten-Bericht, der sozusagen dann Vorschläge macht, wie man jetzt so auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht und vor allen Dingen will man vermeiden, dass man einen neuen EU-Vertrag aushandeln müsste, weil nach dem existierenden Vertrag müssten dann ein Verfassungskonvent einberufen werden. Und dann ist natürlich die Bürgerschaft, die Zivilgesellschaft, die sozialen Bewegungen auf dem Plan, die dann ihre Stimme erheben wollen und deshalb will man das unbedingt vermeiden. Und versucht sozusagen nach wie vor außerhalb des EU-Rechts, genau, also ist hier das Stichwort verschleierte Integration außerhalb des EU-Vertrags oder indem man den EU-Vertrag so weit wie möglich dehnt, ja. Und der neueste Vorschlag, aber das heißt neu ist er auch nicht, der ist auch schon seit 2013 spätestens auf dem Tisch und ist, habe ich jetzt nicht das Zitat, von Frau Merkel bei ihrer Rede in Davos 2013 im Januar unter dem Stichwort die Besten als Vorbild dargelegt worden. Da geht es um diese bilateralen Pakte, die jedes Land mit der EU-Kommission schließen soll, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Da soll sich also jedes Land verpflichten, seine Wettbewerbsfähigkeit, also die ganze Palette. Und da geht es natürlich genau wieder um Lohnstückkosten, es geht um Privatisierungsfragen, was dann unter dem Stichwort der Effizienz der Verwaltungen und so weiter verklausuliert wird. Aber letztlich geht es um Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU-Eurozone und global. Das ist das Ziel und da geht es um die Deflation der Arbeitskosten, was weitergeführt werden soll. So ein bisschen aus französischer Sicht kommt dann so ein Vorschlag, Zuckerbrot und Peitsche. Also wenn man die Peitsche zeigen kann, man auch ein kleines Zuckerle geben. Zum Beispiel eine europaweite Arbeitslosenversicherung einführen. Das wird vom französischen Sozialminister Macron vorgeschlagen. Oder so ein Eurozonenparlament. Ja, man merkt ja irgendwie, man muss so ein bisschen demokratisieren, weil die Bürger das verlangen zunehmend, aber das soll dann nur beratende Funktion haben. Oder man droht mit einem zeitweisen Austritt, Ausstieg, Ausscheiden aus der Eurozone für diejenigen, die nicht willig sind, sich dem weiter zu unterwerfen. Also das wird nicht funktionieren, das wird an die Wand fahren. So, jetzt haben wir eine Reformdiskussion, das habe ich jetzt mal so unter paneuropäische Bewegung zur Demokratisierung der
Eurozone erstmal und der EU. Das ist dieses Manifest, ein Plan B für Europa, das von diesen Linkspolitikern verabschiedet worden ist im September. Fascina aus Italien, Yanis Varoufakis ist ja bekannt, Mélenchon aus Frankreich, Zoe Konstantinopoulou, das ist die Parlamentspräsidentin, die frühere, und Lafontaine ist ja auch bekannt. Die wollen eine Revision der europäischen Verträge. Perspektivisch wollen kurzfristig die bestehenden Institutionen nutzen, um die Krise zu lösen und überhaupt erstmal die soziale Krise mal anzugehen in Richtung einer Armutsbekämpfung, in Richtung von einem, Varoufakis hat dann in einem Interview gesagt, ja, so wie die Lebensmittelmarken in den USA, also das fand ich jetzt nicht so sehr weitreichend gedacht, aber immerhin, dann ist als Plan mit enthalten, dass man eine Vergemeinschaftung der Schulden vorsieht, wo gemeinschaftlich dann auch für gebürgt wird innerhalb der Eurozone. Ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm soll aufgelegt werden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und gleichzeitig auch auf einen ökologischen Pfad zu bringen. Ziel ist die Vereinigten Staaten von Europa, das so ein Schlagwort, das von Varoufakis gebraucht wird. Also insgesamt eine Parlamentarisierung der Eurozone und der EU, EU-Parlament zu einem vollen Parlament machen und nur für den Notfall, dass sich die Eliten dem verweigern, gibt es einen Plan B, der dann im Prinzip die Elemente enthält, die Varoufakis angedeutet hat als Finanzminister. Ja, also ein paralleles Zahlungssystem auf Eurobasis einführen über digitale Transaktionen und dann im Notfall eben auch ein Austritt aus der Eurozone. Das gibt es als Manifest auch im Internet nachzulesen und eigentlich sollte jetzt am 13. und 14. November in Paris eine Konferenz stattfinden, wo dann sozusagen dieser Plan B ausgearbeitet wird, auch in einem offenen Diskussionsprozess mit Bürgerbeteiligung, also Beteiligung von Interessierten, weiter ausgearbeitet wird. Und diese Konferenz ist aufgrund der Anschläge dann ausgefallen. Ich habe jetzt noch, weiß jetzt noch keinen neuen Termin. Also das wird sicher, sagen wir mal, ein Projekt sein, das von dem man noch hört, weil ja auch Varoufakis als sehr, sagen wir mal, eloquenter und streitbarer Gesprächspartner ja auch durchaus in den Medien präsent ist. So, jetzt. Das überspringe ich jetzt. So, bevor ich jetzt zu der Exit-Strategie komme, ein bisschen nochmal Analyse, wo sind wir eigentlich? Und ich muss sagen, ich finde es ganz hilfreich, die Machtelitenforschung von Hans-Jürgen Krismanski. Ich glaube, das ist der einzige deutsche Soziologe, der sich dieser Forschung gewidmet hat. Der hat das lesenswerte Buch geschrieben, Das Imperium der Milliardäre, hat auch Aufsätze, Hirten und Wölfe im Internet, die kürzer sind. Und er hat sozusagen für das so ein Machtelitenmodell diese Ringburg geschaffen. Und ich finde es so als, sagen wir mal, analytisches Modell für mich sehr hilfreich. Der sagt, in der Mitte, im Kern, sitzen die Superreichen. Die sind so reich, dass egal was passiert, deren Reichtum ist nie gefährdet. Das sind, mal gucken, ob ich hier die Zahl habe, nicht so viele. Das sind nur ein paar hundert Leute weltweit. Hier. In den USA und 2000 weltweit, die zu diesen Superreichen gehören. Und die haben sich sozusagen verschiedene Ringe außenrum geschaffen, die dafür sorgen, dass ihr Reichtum nicht angetastet wird,
dass man von ihnen auch möglichst wenig erfährt oder nur das, was sie selber der Öffentlichkeit von sich zeigen wollen, in einem entsprechend mythologisierten Bild. Und dass sie dafür sorgen, dass sozusagen der Reichtum der Welt immer in die Mitte eingesaugt wird. Außenrum sind die Konzern- und Finanzeliten, das sind die Chefs, die Vorstandsvorsitzenden der global agierenden Konzerne und des Militärs, die zählt er damit auch dazu, die selber zu den Reichen gehören, ja, aber nicht so, sagen wir mal, abgesichert sind wie die in der Mitte. Und von denen hört man hin und wieder ja schon mal was. Ja? Also ein Bill Gates ist bekannt, ein Warren Buffett ist bekannt, wobei der auch in die superreiche Richtung passt, genau. Herr Ackermann als bekannter, Herr Grube von der Deutschen Bahn AG und so weiter. Ja? Also die Konzerne, Finanzeliten, das ist der Ring, die wiederum dafür sorgen, dass der Reichtum in die Mitte fließt. Die politischen Eliten und das ist sozusagen dieser dritte Ring. Das ist immer der, mit dem, an dem wir uns abarbeiten sollen. Ja? Das wird uns dann immer so unter dem Stichwort Demokratisierung. Da geht es nie darum, mal in der Mitte zu demokratisieren, ja, und umzuverteilen, sondern wir sollen uns dann mit den Politikern rumschauen, Frau Merkel als mächtigste Frau der Welt, ja, und mit so einem Unsinn wird man da abgespeist. Und da werden dann so kleine Korruption, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber die Korruptionsfälle der Politiker, die werden dann ausgebreitet, ja. Aber sozusagen, wo der eigentliche Reichtum sitzt und wo die eigentlichen Machtquellen sitzen, das wird uns ja auch verborgen. Ja? Was auch wird dann skandalisiert, dass sich die Abgeordneten schon wieder die Diäten erhöht haben. Ja? Aber das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was die Konzerneliten oder die Superreichen da alles besitzen. Zu diesen politischen Eliten gehören auch Verbandsfunktionäre, politische Beamte, auch maßgebliche Medienleute, die dafür sorgen sollen, sagt Krismanski, dass das ganze System einigermaßen stabil bleibt. Und dann gibt es noch außenrum den großen Kreis der Funktions- und Wissenseliten, bis die ganze Wissenschaft, Medien, Kultur, Technik, alle möglichen dienstbaren Geister, das Fußvolk, der Think Tanks, das Fußvolk der Stiftungen und so weiter. Also, und der vierte Ring und der dritte Ring, das sind die, mit denen wir zu tun haben. Wobei wir da gerade bei dem vierten Ring, Funktions- und Wissenseliten, bei den Medien, da will ich nochmal aufmerksam machen, wirklich zu gucken, inwieweit der zweite Ring und der erste dort sozusagen ihre Gatekeeper und der Rainer Mausfeld, ein Psychologe aus Kiel, hat einen super Vortrag gehalten, den ich nur empfehlen kann. Warum schweigen die Lämmer? Gibt es auf YouTube zum Anhören und gibt es auch als Text, der ist, glaube ich, kann sein bei den Nachdenkseiten, aber wenn man es im Internet sucht, man findet das, warum schweigen die Lämmer? Der genau sagt, wie diese Machteliten die Meinungsbildung steuern durch Empörungsmanagement, indem wir dann auf bestimmte Dinge gelotst werden und uns da empören sollen, aber Aufstandsbekämpfung, indem wir bekämpft werden, wenn wir die entscheidenden Fragen stellen und die entscheidenden Forderungen stellen. Also wirklich ganz, ganz spannend. So, also das finde ich ganz wichtig, für mich dieses Modell, und aus meiner Sicht muss heißen, Exit-Strategie den ersten und zweiten Ring auflösen. Wenn ich es jetzt mal ein bisschen knapp zusammenfassen darf. So, und Leute, die so so an der Exit-Strategie arbeiten, da gibt es, sagen wir, unterschiedliche, brauche jetzt nicht mal lange, bin gleich fertig. Gibt es unterschiedliche, jetzt muss ich nur meine Zettel nochmal finden. Unterschiedliche Phasen. Also wir brauchen also alle, es gibt da Überschneidungen ja auch.
ja, auch mit dem mittleren, Zweig. Also alle gehen eigentlich davon aus, wir brauchen kurzfristige Notmaßnahmen, um dieses Elend der Menschen aufzufangen und dem zu begegnen. Das sehen die genauso vor. Also Stopp der Austeritätsprogramme, Stopp von weiteren Privatisierungen, Notprogramm gegen Massenarmut. Notprogramm heißt auch, wir brauchen Instrumente, um die erstmal eine Schuldenerleichterung für die Staaten zu schaffen. Das wäre kein Problem, das könnte man über die EZB machen, wenn die EZB genauso agieren würde wie andere Zentralbanken auch. Dann gibt es ein System, das hat der John Maynard Keynes, ein Angebots-Nachfragetheoretiker, schon in den 30er Jahren ausgearbeitet, der sagt, Handelsbilanzungleichgewichte sind egal von wem, wer dazu beiträgt, trägt zum Ungleichgewicht bei und zur Destabilisierung bei, und die Überschüsse, die müssen in den Fonds eingezahlt werden, entweder um die Defizite der anderen auszugleichen oder für sinnvolle Investitionen zu nutzen. So, mittelfristig brauchen wir für jetzt zumindest mal die Eurozone und für die EU auch ein Schuldenaudit für alle öffentlichen Schulden, genau wie das in Griechenland stattgefunden hat, dass man unabhängige Komitees einsetzt, die überhaupt mal prüfen, wie diese Schulden zustande gekommen sind, wer ist da gerettet und freigekauft worden, wer bereichert sich auf unsere Kosten. Wir brauchen auch mittelfristig, also ob man manches mittel- oder langfristig oder kurzfristig macht, darüber können wir auch noch streiten. Ja? Wir brauchen einen sogenannten Lastenausgleich, wo sich sozusagen diejenigen im inneren Kern, im ersten Ring und im zweiten Ring mal an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligen, die ja seit 20 Jahren sich dem entziehen. In Deutschland, muss ich sagen, wären wir schon aus dem Schneider, wenn wir zurückkehren würden auf die Besteuerung unter Helmut Kohl. Das ist heute schon eine revolutionäre Forderung. Dann brauchen wir mittelfristig eine Wiederauflage der Attac-Gründungsforderung, entwaffnet die Finanzmärkte. 2012, 2013 oder so hieß das bei einem Flugblatt von Attac nur noch ein Finanzmarkt-TÜV für jedes Papier. Ja? Das ist für mich ein Unterschied, das ist ja unmöglich. Es gibt Hunderttausende von strukturierten Wertpapieren, da kann man keinen TÜV machen, das ist ein Witz. Ja? Entwaffnet die Finanzmärkte, macht die Steueroasen dicht. Verbot aller Spekulationsgeschäfte auf Währungen, Staatsanleihen, Grundnahrungsmittel. Verbot aller außerbörslichen und Geschäfte außerhalb der Bankbilanzen. Hohe Finanztransaktionssteuer von 2%. Auf alle Finanzgeschäfte. Europaweit Arbeits- und Sozialstandards angleichen, heben, muss man schauen, dass man da einen Mechanismus vorsieht bei Ländern, die sehr unterschiedliche Lebenshaltungsniveaus haben, ja, wie man das zusammenbringt, aber die Konzepte sind eigentlich alle da. Ja, wir müssen nur mal irgendwie in die Pötte kommen. Langfristig eine Vergesellschaftung aller strategischen, und wie das dann, also in welcher Form, darüber muss man natürlich diskutieren, alle strategischen Schlüsselsektoren, Großbanken, Medienkonzerne, gesamtwirtschaftliche Schlüsselbereiche, Energieversorgung, anschließende Dezentralisierung und Regionalisierung der Wirtschaft, kooperatives, non-profit-orientiertes Versorgungsnetzwerk, ökologischer Umbau, und zwar, da komme ich jetzt, dann glaube ich, zu meinem, also diese geopolitischen Sachen, das kann ich gleich in der Diskussion, wenn es gewünscht wird, nochmal einblenden. Ist dann jetzt meine letzte Folie erstmal von Karl Amiri in seinen Briefen an den Reichtum, der sagt, die entscheidende Krisen Frage des anhebenden Jahrhunderts lautet, kann der Mensch seine Errungenschaften überleben? Die künftige Bewohnbarkeit des Planeten steht ernsthaft in Frage. Alle größeren und kleineren Unpässlichkeiten, die sich unterhalb oder oberhalb, vorderhalb dieser Krisenfrage bemerkbar machen, sind zweit- und drittrangig.
und sie bleiben unbehandelbar, wenn sie nicht auf ihren Zusammenhang mit der Zentralkrise untersucht werden. Erste Priorität müsste sein, politisch und sozial tragbare Schrumpfungsmodelle zu entwickeln. Was darunter bleibt, ist Leben hin zum Tode. Vielen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit und Konzentration.